Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Minecraft. Ja, hier in Farbe in der Bund. Und ich hole mir nochmal ein paar Zaunteile hier raus, weil hier kriege ich sie kosten und los. Und dann nehme ich sie gerne mit. Ja, lecker Zaunteile, ja. Wenn ich genug Zaunteile habe, dann werde ich mich küren lassen, beziehungsweise betiteln lassen als den Zaunkönig. Weil dann habe ich ganz viele Zäune. Und da vorne ist ein Creeper. Der Creeper ist hier sehr unanständig und den kicken wir einfach mal nach unten. Ha, das hat er jetzt nicht gedacht. Ja, und ich bin übrigens hier nicht ganz alleine. Mit dabei befindet sich hier halt... Und da ist hier was los. Aua, lalalalalala. Ich hatte gerade Glück und Unglück. Was ist denn hier los? Was sind denn hier für Monster unterwegs? Ich werde hier gekickt von einer Seite, von der anderen. Und ja, wir werden mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen auf Sicherheit kommen. Ist ja hier ganz übel. Und, hallo? Geht's hier euch noch gut, oder was? Anscheinend nicht wirklich. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie in die Sicherheit komme. Das ist gerade hier sehr ungünstig. So, da haben wir schon mal ein bisschen Sicherheit gekriegt. Und jetzt wollen wir hier nochmal da lang, da lang, da lang. Und wir machen schnell mal die Flitzerei. Gehen wir hier in Sicherheit. Oh Gott, das war eine heiße Nummer gewesen. Ja, eigentlich hatte ich was ganz anderes vorgehabt. Aber weil ich schon auf dem Weg der Flucht bin, kann ich im Prinzip auch jemanden besuchen gehen. Und zwar den Lucifer. Hallo Luzi. Der ist gerade schockiert, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Ich hab gerade passt. Du hast gerade was. Oh. Was der so alles hat. Wo lang muss ich ihn jetzt lang? Ja, da lang war ich nicht. Dem Turm hinterher. Ah. Kann man nicht verfehlen. Den kann man nicht verfehlen, ja. Der ist ja auch deutlich sichtbar. Ich hoffe, du hast da irgendwie was gebohrt, dass man auf den Turm auch raufkommt. Ja? Weil ich habe ja noch keine Flügel hier drin. Die Flügel kommen dann noch. Ja, deswegen musst du mithupsen. Uiu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 i. Ah, ich habe hier mein Gemüse geschafft. Mein also, schönes Gemüse. Wenn ich dir noch einen Tipp geben dürfte, ja? Wenigstens noch deine kompletten Sachen raus. Wie komplette Sachen raus? Dein komplettes Inventar leer machen. Mein komplettes Inventar leer machen, weil bei dir eine Absturzgefahr besteht. Könnte passieren. Könnte passieren. Ich hab's mir fast gedacht. Und das ist Hupe. Ja, ich mach mich mal komplett nackig. Obwohl, das sind ja die Momente, darauf hast du ja gewartet, wa? Nö. Naja, okay. Gut, also. Oh, ich stecke voller Pfeile, sehe ich gerade. Und so ganz nackig bin ich ja übrigens dann auch nicht. Weil ich hab ja noch das Outfit von Mr. Jones. Man nannte ihn auch Indiana Jones. Der wurde übrigens benannt nach seinem Hund, der hieß auch Indiana. Ja? So als kleiner Insider-Wissen dazu. Und jetzt bewege ich mich Richtung Luciferes. Ja. Und draußen regnet es. Toll, schönes Wetter. Tolles Wetter, tolles Wetter, tolles Wetter. Das könnte man natürlich sagen, ja, so tolles Wetter. Mensch, 42. Ich habe mal eine Frage. Sowas wie Wasser unterhalb der Säule machst du nicht als Sturzgefahr. Wenn du runterstürzt, fällst du nämlich ins Wasser und bist dann nicht tot. Weil du bist ja schon ein paar Mal gestorben, ne? Jetzt habe ich dich gerade überlastet, oder wie? Macht mich jetzt nicht. Ja, ich wollte dich nur darauf hinweisen, dass es diese Möglichkeit ja gibt. Wo ist denn die Säule? Ach, da. Ich bin so nah an der Säule, dass ich die Säule säulenmäßig überblickt habe. Hallo Luzi. Ich habe dir ein Blümchen mitgebracht. Dankeschön. Ja, du bist ja übrigens noch unser laufendes Reifenprofil, ja? Also, komm mal hier hoch. Okay, mach ich. Hups mal mit mir. Ich muss immer hupsen, okay. Wenn ich jetzt... Ich glaube, du brauchst eher sowas wie eine Leiter. Nein.
Hups mal. Ich hups die ganze Zeit schon. Jeder, der das Video betrachtet, ist mein Zeuge, dass ich hier am Hupsen bin. Irgendwie kriege ich die Sterne drauf. Nee, kannst du auch nicht, weil ich mit mehr oder weniger an der gleichen Position bin. Das wird so nicht klappen. Hätte ich mir aber auch gleich fast denken können. Ja. Ja, warte mal. Du brauchst wirklich Leitern. Nee, warte mal. Du baust jetzt hier neben dran. Ja, was soll ich da bauen? Hier baust du. Ich hab jetzt nicht dabei. Ja, du kriegst von mir jetzt 64er Blocksteine und dann baust du jetzt mit hoch. Okay, und wie komme ich dann wieder runter? Wenn du abbaust, ich gebe da deine Spitzhacke. Das ist aber sehr nett. Na toll. Gut, dann warte ich, bis ich hier von dir was bekomme. Also, hier hast du schon mal 64. Oh, ich hab 64. So, und die Spitzhacke? Die Spitzhacke kriegst du aber. Ja, ja, das sagst du jetzt hier unten. Ja, da. Wo? Hast du? Okay, ja, hab ich, ja. Gut, wunderbar. Also jo. Dann ab hoch. Ja, ich bin schon dabei. Wenn mir weitergeht, dann musst du halt auch aufreißen. Aufreißen? Okay. Ja, dass du reinkommst. So, ich durchstoße gerade die Wolkendecke. Das heißt, ich bin bei ca. 8000 Meter. Und jetzt muss ich oben die Decke aufreißen. Okay. Jetzt habe ich keinen Block mehr. Oha. Und wie nennst du das ganze Kunst? Oh, das sieht aber wirklich hier aus. Oh, da hinten ist ein Sonnenaufgang. Gehen wir einfach mal hoch. Okay, jo. Dass ich dort zumachen kann. Dazu? Gehen wir kurz weg. Jo. So, okay. Wunderbar. Jo. So gemacht und Jetzt kannst du hier frei ein bisschen. Hui, ich kann da unten unsere Bauwerke sehen. Ja, du kannst ja ganz vorlaufen. Nö, da macht mich nervös. Da bin ich empfindlich. Boah. Ja, also auf jeden Fall hast du hier, kannst du auch über Nacht vegetieren. Da kann man meditieren hier oben, okay? Wow. Ohne dass dich ein Monster angreift. Jo. Mensch. Ja? Das nennt man Aussicht. Es bringt mich übrigens auf die Idee, Luzi, dass ich immer noch mit den Gedanken spiele, ein Luftschiff zu bauen. Ja, mach doch, da ist der Turm. Jojo, Mensch, aber nicht an dieser Position. Das würde dann eher mehr über der Wüste sein. Welcher Wüste? Die ich westlich von hier entdeckt habe. Ein riesen Wüstending. Ne? Das ist die Wüste. Gesundheit. Ach du Scheiße, ich bin jetzt rechtzeitig an den Schulter gekommen. Kein Problem, ich hab doch Gesundheit gesagt. Dankeschön. Jo. So, du bist auf dem Weg nach unten. Ja. Hier oben gibt's keinen Kaffee, das ist langweilig, damit kann man nicht leben, also... ich nix funktionieren ohne Kaffee. Oh. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe gerade irgendwie einen Glitch ausgeübt, dass ich irgendwie hinter der Ecke war und nicht mehr weiter runter ging. Ganz komisch. Ja, aber sowas ähnliches wie eine Leiter wäre wirklich, weil sonst bist du immer wieder hier auf Aufbauen, runterfummeln und so. Ja. Und welche Funktion erfüllt jetzt der Turm jetzt als solches? Keine Ahnung. Luzi, das ist ein sehr adäquater, funktioneller Turm, finde ich super. Also, ist ja. Hab's. Gut. Ich weiß für was. Du weißt für was, okay. Ja.
Ich schmeiß dir mal die Spitzhacke und die Steini in dein Gebäude irgendwo rein, ja? Jawohl. Jo. Dann bin ich das nämlich los und brauch da nicht mit rumdümpeln mit. Wenn ich hier schon mal in der Nähe bin, kann ich danach auch mal wieder meine Farm machen. Ja. Jetzt bin ich ja gerade mehr oder weniger nackig. Ich laufe ja ohne Rüstung rum, Luzi, fällt mir gerade mal ein. Das macht ein bisschen besser unsicher. Bestimmt. Naja. Hab ich mir fast gedacht. Du stehst ja auf sowas. Nackiges Herumdümpeln. So, haben wir. Theoretischerweise war hier irgendwo in der oberen Etage ein Bett gewesen. Schlafen steht da. Okay, das glaube ich war ganz oben. Exos? Ja. Aus dem Riesensprung. Ein was? Sprungbrett. Ein das Sprungbrett. Jetzt so warm ist und dummer. Kann man ja ein Sprungbrett hier machen für ins Wasser. Wäre eine Möglichkeit. Kannst du mal kurz schlafen gehen? Ah, sehr gut. Okay, bin schon wieder wach. So, jetzt werde ich mir erstmal wieder mein Equipment besorgen und danach werde ich die eine oder andere Farm bewirtschaften oder so, ja. Ich hätte gerne einen Lift. Ein Lift? Ja. Einen Lift kannst du dir ja selber bauen. Du hast ja Schieber und so ein Zeug, alles, das geht. Oh, der ist aber nur sehr laut, der Lift. Und Redstone-Schaltung. Das ist das, glaube ich, das Aufwendigste an deinem Ganzen. Die Redstone-Schaltung. Ja, aber das geht auch ohne Mods dann halt. Also das kannst du dann Lift bauen. Dazu brauchst du Pistons, du brauchst jede Menge Redstone. So was? Eine Treppe bauen. Eine Treppe. Oder eine Leiter. Ja, Leiter meine ich. Achso, okay. Ach, herrlich. Das hat gerade so ein bisschen was Angenehmes. Also so die Gegend hier und wenn ich so langlaufe. Die alte Heimat. Wasser irgendwo hin. Dann kannst du immer runterspringen, das geht auch. Der berühmte Sprung ins Wasserglas. Das Wasser muss ja noch nicht mal tief sein, das ist ja der Witz dabei. Bei tief oder was? Der muss noch nicht mal tief sein. Ja, wie viel? Da reicht ein Blockhöhe. Ein Blockhöhe? Ja, ein Blockhöhe reicht vollkommen aus. Wenn es dir psychologisch hilft, kannst du auch zwei Blockhöhe machen. Nö. Doch? Warum sollte ich mich das psychologisch weiterbringen? Naja, manche Leute sagen, das ist mir zu wenig, da kriegt er Panik. Wenn das so vom Programm vorgeschrieben ist, dann machen wir das Minimalste. Machen wir das Minimalste, da wird gespart, wa? Da sind wir nicht wie die Griechen, wir hauen nicht die Kohlen raus, wir behalten die bei uns, ne? Nee, wir müssen ja auch irgendwann mal in Urlaub. Wir müssen irgendwann mal in Urlaub, ach je. Der erzählt Dinge, Urlaub, den muss man sich leisten können, Urlaub. Ich weiß ja nicht, ob mir sowas überhaupt zusteht. Mensch, Urlaub, meine Güte. Gut. Urlaub, also, nicht rum. Ja, ich gucke gerade so schön auf den Diamanten, Luzi. Und weil ich gerade so schön auf den Diamanten gucke und auf die Uhr gucke und heute etwas pünktlicher Feierabend machen, würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt, mögt und könnt. Also, ciao, ciao und bye, bye.